Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und der Dominik, der ist da hinten. Der patrouilliert schon auf den Das passt gerade. Blutmond, 4 Minuten. Wir haben 3 Minuten. Tag 7. Genau, man sieht schon, der Himmel, das ist das, was wir letztens ja im Stream gesagt haben. Der Himmel ist blutrot. Und ich würde sagen, wir schauen mal, woher sie kommen. Ah, da hinten ist schon der erste. Also, wir haben jetzt natürlich nicht die günstigste Waffe, um von oben zu schießen. Nee, aber wir haben noch was anderes. Ja, ich denke, ich wechsle auch erstmal auf die Pfeile. Aber bei der... Okay. Warte, wir haben hier noch einen. Was haben wir hier noch einen? Ja, ich habe auch noch im Inventar einen, aber ich will den nicht jetzt schon. Gehen wir hier so ein Stückchen weiter nach hinten. Damit die hier nicht auf die Idee kommen, durchzukauen. Da unten ist Biggie. Ja, ich sehe sie. Die ist zäh. Jetzt schläft sie. Ja, wir können sie hier vorne an die Stacheln laufen lassen. Ja, da gehen wir ein Stück weiter vor, komm. Aber die droppen Sachen, scheint's. Oh, das ist gut. Die müssen wir nachher unbedingt holen. Aber der eine, der flüchtet schon wieder. Das ist mir zu stressig. Oh. Nee, ey. Guckt einer eigentlich nach hinten, was da los ist? Ich nicht. Gar nichts. Okay, die ganze Schoße ist wirklich vorne. Nicht, dass die sich von hinten durcharbeiten. Mhm. Oh, der hat eine Rohrbombe fallen lassen. 2 Rohrbomben. Warte mal, ich hab doch auch eine. Wie zündest denn die? Wow! Mit rechts zünden und mit links werfen. Aber die solltest du weit wegwerfen. Oh. Ja, wieso? Du schießt in meinem Bogen nicht. Das weiß ich nicht. Hä? Verdammt, verfehlt. Nein, ich hab Ladehemmung im Bogen. Hä, wie kann man Ladehemmung im Boden oben haben? Keine Ahnung. Ja, die muss ich wirklich rankommen lassen. Wo kommt der denn her? Ah, kommen sie doch von hinten. Oh, ich habe gerade was Gutes gefunden. Das wird dich freuen. Die kommen hier oben runter. Yep. Die stapeln sich dahinter wieder, die Schweine. Ja.
Läuft. Ja, es ist der Dominik vorne ganz allein. Das packt er. Ich hoffe, der kommt klar. Der ist hier. Upsa. Schuss. Ich schau mal kurz nach vorne. Da ist alles ruhig. Was das schon? Na, da hinten kommt noch Big Mama. Ja, bei mir sind die da immer noch. Also vorne ist ruhig, da ist nichts. Bei mir kommen sie noch. Ja, hier schon, ja. Ach, ich treffe die von hier oben fast gar nicht. Du musst warten, bis sie unten sind und dann schießt sie einfach in den Kopf. Der ist direkt unter mir, der kommt nicht dran. Moment, direkt unter dir? Ja. Ja, da kommt einer aus dem Wald gelaufen. Ja, wer bist du denn? Erwischt. Komm her, komm her. Ui. Der ist gestrauchelt und hat sich an den Arm gefasst. Oh, okay. Und du hast ihn dann weggeballert? Nee, Dominik ist... Oh, da ist eine drin. Wo kam die jetzt rein? Ah, da vorne haben sie ja Lucke. Oh oh, da ist ein Hund. Wo ist eine Lucke? Hier vorne. Oh, hier sind zwei Hunde. Ich höre sie. Die kommen hier langsam. Die haben hier so leichte Lucken, aber für mich ist es gut. Eigentlich musst du die genau die Lucken in den Zäunen haben. Dass du da durchschießen kannst. Das stimmt. So wie wir es bei dem anderen auch gemacht haben. Dass du genau da, die kommen ja auch dahin. Noch eine von denen. Warum schießt mein Bogen nicht? Was macht denn dein Bogen? Ich kann ihn spannen, aber der schießt nicht. Okay. Ganz komisch. Kaputt. Ach, der. Warte. Klar. Aber ich kann ihn nicht reparieren, weil ich kein Holz habe, weil ich jemand vorher mein Holz gegeben habe. Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Hör mal auf zu hüpfen hier. Sonst kann ich nicht so gut zielen. 5 Schuss noch. Und Bogen kaputt. Herrlich. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ui, da wird's brenzlig. Ich hab sie, alles gut. Ist da hinten offen?
Ah, da kommen sie nicht durch. Okay, es wird ruhiger. Ich glaube, das war's. Oh, Eisenspitzhacke. Ich habe was gefunden, eine Eisenspitzhacke. Oh, super. Hallöle. Hallöle. Ja, ich glaube, das war's. Ich patrouilliere noch einmal aus dem Raum. Ja, normalerweise ist aber eine Lücke und dann kommt die zweite Welle. Ich wäre mir da nicht zu sicher. Bin zufällig gerade draußen, wir haben es aber schon halb zwei. Ja gut, die erste ist es die erste, da wird es vorbei sein. Ich bin die Patrouille. Könnte ich mir mal Holz mitbringen, dass ich meinen Bogen reparieren kann? Was? Hast du kein Holz? Scherzkeks! Wem habe ich es denn gegeben? Mir nicht. Ich habe übrigens ein Rezept, das wird dir gefallen. Käsekuchen? Nein, ist nichts zu essen. Ich habe ein Rezept und das ganze Rezept habe ich zweimal. Und damit kann man was bauen. Erzähl mal. Ein Elektroschockstab. Ja, cool. Also das, wir haben ja nachgeschaut, das ist wirklich seit August so, dass man die Waffen nicht mehr findet, sondern selber herstellen muss. War ein Update. Ne? Korrekt. Das läuft jetzt alles ein bisschen anders. Finde ich einerseits gut, andererseits fand ich es auch so ein bisschen immer wieder wie so ein kleines Überraschungsei. Wo findest was? Wenn du so alles durchsuchst und dann findest auch immer wieder was Spannendes, fand ich jetzt nicht schlecht. Das stimmt. Hier kommt das Garagentor dann hin, ne, unser Eingang. Ja, so wie im beim letzten Mal. Das große Tor, was man dann immer... Und dann standen die davor so matsch. Oh, ich habe einen gebrochenen Knochen für 7 Minuten. Und meine Hand tut weh für eine Stunde und 55 Minuten. Und ich habe mir mein Knie böse angeschlagen für 55 Minuten. Du bist so ein Mimöschen. Aua. Das tut weh. Nee, das war's. Wir sind durch. Mensch. Ja. Aber jetzt habe ich meinen Bogen repariert. Ja, das ist jetzt zu spät. Mann. Ah, ich habe voll Hunger. Bin noch was im Feuer. Oh, da ist Wasser im Feuer. Frisches Quellwasser. So. Ja, meiner hat auch Hunger. Aber ich habe noch ein bisschen was dabei. So, Dosenfutter und Eier. Naja, das ging ja fürs Erste. Jetzt haben wir wieder 6 Tage Zeit. Das alles zu verstärken. Ja. Bis sie wiederkommen. Jetzt, wo die Pflastersteine können. Aber wir müssen echt ein bisschen ranklotzen, weil wir müssen viel, viel schneller, viel, viel mehr machen. Weil die werden ja von Mal zu Mal stärker. Und beim letzten Mal war das echt nicht mehr feierlich. Mit was die da alles angerückt sind. Das stimmt. Deswegen müssen wir da schon... Ja, aber unser Eingang, die hat gut standgehalten. Ja, die haben wenig kaputt gekriegt. So ein paar ganz vereinzelte Löcher. Ja, wir müssen jetzt so einen Reinfallgraben machen. Ja. Ja, wo die quasi wie so ein kleines Rändchen von außen gehen sie rauf und dann fallen sie plumps ins Loch. Ja, das Problem ist nur, wenn du das machst, dass die irgendwann sich anfangen von unten durch nach oben zu graben. Die bauen dann Tunnel unter der Basis. Das hat man nämlich auch beim letzten Mal und das ist nicht so toll. Ja, ich weiß. Das waren dann Grabibus und Freunde. Ja, aber die haben dann die ganze Basis unterhöhlt. Ich würde eher die Mauer so lassen und aus Metall machen. Mit Metallstreben vorne und den Boden so lassen. Du meinst Metall und Beton? Ja, oder halt so ein Graben aber du gibst denen da halt die Fläche, sich unten durchzugraben und das machen die. Ich höre gefährliche Musik.
sehe einen Dominik. Ist der böse? Nein. Nee, oder? Zu mir war er noch nicht böse. Die Bäume sind noch gar nicht ausgewachsen. Okay, ne, aber die Mauer hat gut gehalten, das passt. Ich bin nur Setzling? Ja, ich habe nur ein Setzling. Ja, ich habe auch wieder ein paar gesetzt. Ein paar Pflänzchen. Ja, gut. Weißt du was? Hm? Liebe Leute, das soll es mit der heutigen Blutmond-Folge Tag 7 gewesen sein. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.